Hi ihr Lieben, ja, wenn ihr das Video hier seht, dann ist ja, das ist eigentlich schon länger her. Ja, ich war beim Action nach langer Zeit mal wieder und ich habe dort Sachen für mich gekauft und noch für meine liebe Elisabeth gekauft, weil die hat bald Geburtstag. Das ist dann der 10. März, wo sie Geburtstag hat und ja, und ich bin halt gerade dabei, da Sachen zu besorgen und so und deswegen werde ich das Video halt erst veröffentlichen, wenn sie meine Post bekommen hat und ausgepackt hat. Ja, also kann dann sein, dass gewisse Dinge, die ich euch hier zeige, dass es die da mittlerweile vielleicht nicht mehr gibt. Ne? Ja. Oder ich lade das Video hoch und sage ihr, sie darf sich das nicht angucken. Das wäre aber irgendwie doof. Ich glaube, ich bleibe bei der ersten Variante, so wie ich das eigentlich auch bisher immer gemacht habe. Aber gut. Ich zeige euch dann mal die Sachen, die ich geholt habe. Einmal dieses wunderschöne Geschenkpapier. Das ist so süß. Zweimal mit Sternchen, einmal Herzchen. Gab es auch noch andere Muster, aber das fand ich jetzt so am besten. Ja. Ja, ist, naja, ist ein bisschen was drauf, ja. Da seht ihr es. Richtig schön. Mal gucken, ob ich ihr da auch vielleicht die Geschenke mit einpacke. Mal schauen, ich weiß es noch nicht genau. So, da durfte mit einmal diese wunderschönen Servietten. Ich benutze Servietten ja auch immer gerne für Geschenke einpacken. Ne, einfach schön damit einpacken, eine schöne Schleife binden, dann sieht das auch immer sehr schick aus. Genau, finde ich sehr schön. Ja, super spektakulär. Wäscheklammer noch. Ja, solche hatte ich übrigens noch nie gehabt. Ich habe immer nur diese Standard kleinen bunten. Und ja, meine Güte, sind die riesig. Aber ja, keine Ahnung, finde ich irgendwie lustig. Ich werde jetzt übrigens nicht die Preise nennen und raussuchen von dem Kassenbon, weil ich muss mich ja auch ein bisschen sputen, weil ich bekomme gleich noch Besuch. So, Paketklebeband. Musste mal wieder sein. Erst durchsichtige hatten sie leider nicht da. Deswegen, ja, ich habe dann das mitgenommen. Auch super spektakulär. Messer. Ja, brauchte mal wieder neue. Ja, dann wollte ich mal ausprobieren hier diese ja, Cheese Balls. Jalapeno. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich so scharf sind. Habe ich mal eine Tüte für mich mitgenommen, eine für meinen besten Freund. Und da gibt es auch noch welche mit Kaugummi-Geschmack. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja. Das hat mich irgendwie eher angesprochen. Tue ich mal jetzt das Zweite. Und dann einen Moment. Kennt ihr das Geräusch? Na, was durfte wieder mit? Was durfte wieder mit? Da-da. Ja, ne? Ihr kennt's. Bisschen auf Vorrat gekauft. Ja, ne? Soll ich machen? Ich finde die halt lecker. Bisschen noch Gewürze reinpacken, ne? Pfeffer, Paprika, dann ja, schmeckt das sehr lecker. Dann auch super spektakulär ein Dosenöffner. Da erinnere ich mich, glaube ich, sogar an den Preis. 2,99. Ja, meiner ist nämlich schon uralt. Ja, wollte ich den hier mal ausprobieren. Sieht auch irgendwie ganz cool aus. Ja, ich hoffe, der taugt was. Mal schauen. Ich bin gespannt. Und nochmal super spektakulär. Spülbürsten. Yay.
Meine sind hinüber. Und die sollte man ja auch sowieso immer mal austauschen, ne? Die dürfen direkt zwei mit, weil die kosten, ich glaube, die kosten nur 40 Cent oder so. So, dann ist hier schon mal was für meine liebe Elisabeth. Die steht ja so auf Thema Weltall und ja, dachte ich, nehme ich mal dieses Stickerbuch mit. Ja, wahrscheinlich wird sie sich das auch kaufen, wenn sie mal im Action ist, aber ja, doppelt schadet ja auch nicht, ne? Dann diese hier drin. Ist das denn? Ach so, ein Flamingo-Kopf. Hä, was macht ein Flamingo-Kopf? Ach so, es hat so ein Dingenshelm wahrscheinlich an, ne? Okay, das finde ich irgendwie. Naja, ist Geschmackssache, sag ich mal so. Sag ich mal so ganz nett, ne? Ich wünschte, es würde mal ein Corgi-Hype kommen. Das wäre schön. Obwohl es wäre auch nicht schön, weil dann würde mein Konto leiden. Und mein Platz. Ja. Da sind ein paar niedliche Sticker drin, auf jeden Fall. Hoffe, es gefällt ihr. So, das ist schon mal für sie. Dann habe ich für sie und für mich mitgenommen hier so einen schönen kleinen Pastellblock. Da habe ich ihr einen auch von besorgt, weil die haben eine super Größe für Kartenhintergründe. Sind hier diese. Dachte, das ist ganz schön. Kann ich natürlich auch für anderes benutzen, aber ich denke bei diesem Format immer an Karten irgendwie, einfach für den Hintergrund. Ja. Finde ich ganz schick. Ist auch praktisch. Dann muss man sich nicht immer was zurechtschneiden. Habe ich auch für sie mitgenommen. Sie trinkt nämlich gerne Tee und sie meinte, sie probiert auch immer Verschiedenes aus und so. Da dachte ich, ja, nehme ich einfach mal das hier mit. Ja. Fand die Form ja auch ganz lustig. Ich bin ja gar kein Teetrinker, ne? Also wirklich überhaupt nicht. Und ich habe da auch gar keine Ahnung von. Und so. Ich habe da, klar, ich habe auch mal was probiert damals, aber das ist echt gar nicht meins. Und ja, ich hoffe, ich habe da jetzt irgendwas Gutes, Vernünftiges gekauft. Keine Ahnung. Ich meine, die Form ist irgendwie hier ganz lustig. Ja. Mal schauen. So, was habe ich denn noch? Ach jo. Ich habe noch solche Sticker hier mitgenommen. Die fand ich ganz schön. Ich habe zuerst vor kurzem ein Bastelpaket ja, verkauft, wo auch so ähnliche, glaube ich, mit drin waren. Oder? Nee, die habe ich, glaube ich, behalten. Ich glaube, die habe ich tatsächlich behalten. Ich finde die echt schön. Da waren auch noch irgendwas mit Schmetterlinge. Ja. Aber die stelle ich mir auch immer so schön auf Karten vor. So ein Blümchen so in die Ecke kleben. Ja. Oh, hier ist noch ein Küchlein von meiner Betreuerin. Die war mit mir unterwegs und ja, hat sie mir so ein Küchlein abgegeben. Aber das werde ich wohl höchstwahrscheinlich meinem besten Freund geben, weil ich bin nicht so der Oreo-Fan. Außer die dunklen Kekse, die es mal davon gab. Nicht diese Standardkekse. Ich mag davon nur diese dunklen, aber ich habe die bisher nirgends mehr gesehen. Ja, schade. Echt schade. Wahrscheinlich, ja, sind die wohl nicht gut angekommen oder so und deswegen gibt es die nicht mehr. Aber gut. So, dann musste dieser Stempelbogen hier mit. Weil ich finde. Diese Katze hier, ich weiß, es ist total bescheuert, so einen Bogen mitzunehmen, nur wegen einem Stempel. Obwohl, den Bären finde ich auch noch ganz süß hier. Und den hier. Und der ist. Okay, dann geht's ja, ne? Ja, das ist so. Ja.
Weiß nicht. Ich finde die Beeren halt total süß. Und hier die Katze in der Tasse. Ja. Miau. Ist da Bescheid. Den Hut kann man dann wahrscheinlich ihm hier aufsetzen. Ja. Ja, der war halt auch nicht teuer. Also, ich glaube sogar unter 1 Euro. Also, ne? Also, ich weiß, dass ich für meinen ganzen Einkauf 34 Euro bezahlt habe. Ich dachte, es wäre mehr. Ja, da habe ich noch was für mich. Was mitgenommen zum Essen. Ja, noch Überraschung. Einmal hier. Oh, ich liebe die, ne? Auch immer zu Weihnachten. Ach, so schade, dass da mal so wenig drin ist. Für Kim Action haben die jetzt, glaube ich, 1,49 gekostet. Ich glaube, sonst kosten die 1,89, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Ach, die sind. Oh Gott. Oh. Ja. Und mal wieder nach langer Zeit die Milka Sticks. Zweimal Klebemäuse. Oh, ich muss mich echt mal um eine Alternative kümmern. Also die mir auch wirklich dann zusagt, weil das ist echt. Es ist zwar immer praktisch schon so, aber mit dem Entsorgen ist halt immer mies, ne? Ah ja. Ich habe mir mal eine neue Schere mitgenommen. Perlen. Ich glaube, die gab es schon mal eine Zeit lang. Habe ich die mitgenommen. Und diese hier, die haben so ein schönes Muster. Fand ich ganz schick. War die letzte Tüte davon, dachte ich mir, ach komm. Ne? Wie es halt immer so ist, nimm mit. Jetzt noch mal so eine Tüte. Ach jo. Ja, und auch zum Ausprobieren mal. Der hat 1,50 gekostet. Das weiß ich auch noch. Das habe ich auch noch im Kopf. Ja. Auch mal ausprobieren, dachte ich mir, für 1,50. Dann hier. Erziehen. Da werde ich auch höchstwahrscheinlich der Elisabeth die beiden hier einpacken. Die werde ich behalten, mal für Halloween oder im Herbst gedönst so. Die werde ich ihr dann wahrscheinlich noch mit einpacken. Habe ich mir so gedacht. So, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Teil. Und zwar ein Block. Wem Papier nicht so interessiert, der kann ja jetzt abschalten. Ja. Ich habe diese Pandas hier gesehen. Dachte mir nur, oh mein Gott, bitte seid da auch mit drin. Und dann habe ich halt das hier schon gesehen und ja. Ja, mir gefällt mal wieder nicht alles. Aber so ist das nun mal. Kann einem nicht immer alles so gefallen, aber der musste jetzt trotzdem mit. Ja, das mit den Sprüchen so, das ist immer alles nicht so meins. Keine Ahnung. Ich kann das nicht erklären, warum ich das nicht mag. Ja, hier noch ein bisschen foliert oder wie sich das schimpft. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Das war schon mal in irgendeinem anderen Block drin, den ich noch nicht vor ganz so langer Zeit auch mal gekauft habe. Ja, und hier nochmal so schön Schimmer. Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Ich meine, klar, ich liebe Hunde, ne? Aber das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Keine Ahnung. Gutes Hintergrundpapier, das geht immer. Ja, hier sind noch so Dackel. Warum keine Corgis? Das wäre es gewesen. Dann hätte ich mir den Block nicht mal richtig angeguckt. Dann hätte ich es einfach so mitgenommen. Da sind die Pandas. So klein. Wo ich ein bisschen größer sein können. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr irritierend. Jetzt noch die Punkte dabei. So. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Das wäre dieses schöne Blümchenpapier. Und nicht so aufdringlich, finde ich. Hier da die Dackel. Nochmal Dackel. Schönes Hintergrundpapier. Ja.
nochmal die Pandas. Ich finde es nur so ein bisschen irritierend, weil, ja, hier sieht es halt so groß aus. Klar, wurde das jetzt größer gemacht, damit man sieht, welche Motive drin sind, aber ich hätte es schön gefunden, wenn das auf dem Papierbogen auch dann so groß gewesen wäre. Aber naja, was soll's. Aber die sind ja sowas von schnuffig. Oder? Die sind so süß. Ja. Das ist irgendwie so, fühlt sich komisch an. Ja, das war's. Mein Action-Haul. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.